Welcome to the Slime Side. Heute werde ich euch mal das Lager zeigen. Ihr wisst ja, wir sind umgezogen. Das hier war unser allererstes Lager. Ich glaube, das war nur 12 Quadratmeter groß. Ein Raum von meinem Kumpel von mir. Daraus haben wir wirklich alles gemacht. Und so sah es dann aus, als wir ausgezogen sind. Da musste ich das alles in diesen großen Halle tun. Ich war schon ein bisschen traurig, weil es war einfach der erste Raum. Aber da waren wir auch nicht so lange. Also ein paar Monate. Und dann mussten wir jetzt diese ganzen Schnecken, ich weiß nicht, wie viel es waren, lass es 3.000 oder 4.000 sein, mussten wir jetzt alle mit dem Lieferwagen, den wir gemietet haben natürlich, in unser neues Lager fahren, was aber nur 5 Minuten weg. Und jetzt sind wir soweit mal, naja, also wir sind noch nicht geordnet. Ich zeige euch jetzt mal schnell das Lager. Let's go, Schneckis! Und so sieht das Lager jetzt von außen aus. Also ich glaube, früher war das irgendwie so eine Autowerkstatt oder sowas. Also es sieht schon ziemlich retro aus, aber gefällt mir richtig gut. Mit den Ventilatoren da oben. Darauf haben wir natürlich erstmal angestoßen. Ich und der Slime Cider, also der Slime Cider und ich. Es ist wirklich so, dass es konstant jede Woche irgendwie anders aussieht, weil wir rumräumen und alles. Aber natürlich habe ich mich erstmal hier als Schnecken-Queen eingelebt, ein bisschen Bestellungen gemacht. Der Slime Cider ist für die Ordnung zuständig, der ordnet alles. Er weiß genau, wo was hinkommt. Also er war im Einzelhandel seit 13 Jahren. Also er kennt sich aus mit den Sachen. Er weiß, wo was stehen muss. Und er ist da wirklich viel besser als ich. Ab nächsten Monat ist der Slime Cider auch wirklich Vollzeit da. Und dann gehen eure Bestellungen schneller raus. Ich bin so happy. Das wird mir so viel Arbeit abnehmen. Da hinten haben wir die Schnecken hingetan. Da haben wir jetzt allerdings wieder eine andere Lösung gefunden. So sieht es ja aus bei den ganz Kleinen. Die Pflanzen am Platz gefunden. Aber wie gesagt, jede Woche haben wir das Gefühl, dass da umgestellt wird, weil wieder neue Ware kommt, dann muss man wieder umstellen und so weiter. Wir wollen ja immer, wir wollen immer optimieren. Die Schnecken sind gut angekommen, alle in ihren Boxen. Da musste man natürlich auch erstmal schauen, wie der gut eingerichtet werden. Und Bert hat ein Baby bekommen. Also ihr seht, Schnecken, es ist noch ein bisschen unordentlich. Das ist übrigens das Büro. Also hier ist so eine Couch. Da wollen wir noch was hinmalen an die Wand. Also so ein Urwald. So mit so Blättern und so. Ich glaube, das ist richtig schön. Und dann haben wir, weil hier überall diese Gläser sind, haben wir mit Buttermilch, ja, ihr habt richtig gehört, Schneckis, mit der günstigen Buttermilch hier haben wir auf die Scheiben gemalt. Das ist irgendwie ganz normale Praxis. In Galerien macht man das so, Kunstausstellungen, weil da wollen die Leute nicht so ein direktes Licht. Und das haben wir jetzt hier auch gemacht, weil ihr seht ja, wir sitzen selber wie in einem Terrarium, Brutkasten. Und dass ständig jemand reinschaut und sowas, haben wir das gemacht. Ja, und so ist es jetzt. Was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen. Und ich hoffe, wir haben irgendwann genug Zeit, mal hier so richtig Ordnung zu machen, dass es gut aussieht. Wir haben echt immer viel zu tun, viel Bestellungen. Da kommen wir schon kaum hinterher. Und deswegen brauchen wir einfach jetzt länger ein bisschen mit dieser Ordnung machen. Aber Leute, Schneckis, es wird. Was haltet ihr davon? Lasst mich in den Kommentaren unten wissen, wie es euch gefällt oder was wir verbessern könnten, was ihr denkt, was wir noch unbedingt brauchen. Was hättet ihr gerne im Shop? Irgendeine Pflanze, die ihr gerne hättet? Lasst es mich wissen. Viele Monate später. Also gefühlt ändert sich irgendwie jede Woche das Lager, weil wir immer neu umsortieren und umräumen. Aber bis jetzt sieht es im Moment so aus. Nächste Woche wahrscheinlich schon wieder anders. Ich will euch halt mal mitnehmen. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Hier, Leute, jetzt wird's krass. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Diesen Schreibtisch, Secondhand, habe ich gekauft vor 7 Jahren. Und da hat mein damaliger Freund mich ausgelacht. Er so, ja, wo willst du denn den hintun in deine kleine Wohnung? Und ich habe damals vor 7 Jahren gesagt, der kommt irgendwann in mein Büro. Hier ist er. Crazy, Leute. Crazy. Da könnt ihr mal sehen. So, jetzt könnt ihr das Prachtstück hier besser sehen. Den Teppich, den habe ich auch von eBay Kleinanzeigen. Der ist mega schön. Der war auch ein Schnäppchen. Hier habe ich schon angefangen zu malen. Also es ist noch nicht fertig. Und das Bild hat mir der Ehrenhubertus geschenkt. Ehrenhubertus habe ich kennengelernt, als ich eine Autopanne hatte. Und der hat mit mir auch den Umzug gefahren. Einfach der Ehrenhubertus schlechthin. Was ich mit dem Foto mache, weiß ich noch nicht. Aber ich fand es schön. So sieht es aus. Gut, der Schrank passt jetzt vielleicht noch nicht ganz rein. Aber das ist ja jetzt nun mal das Büro. Ja, kommen wir weiter zu den Stars. Hier, Günni, Bubbles, Chantal und so weiter. Ahmed, ich habe jetzt die Tür aufgemacht. Ihr wundert euch, hä, warum ist die Tür auf? Es ist so dermaßen heiß hier drin, Leute, dass ich die Tür aufgemacht habe. Heizung natürlich aus, weil wir haben hier jetzt gerade Hochsommer. Und hier teste ich auch was, nämlich die Kamera da drin. Die ist aber gerade ausgeschaltet, weil irgendjemand von den Schnecken hat die hier runtergerissen. Und neues Hygrometer. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Hygrometer, weil die eigentlich immer falsch sind. Man sieht es auch, 99% Luftfeuchtigkeit. Stimmt nicht, weil hier müsste die Scheibe beschlagen sein. Bert hat auch ein neues Zuhause bekommen. Bert sieht jetzt so aus. Ihr wisst, das ist eine Art, die nicht viel Luftfeuchtigkeit braucht. Da habe ich das jetzt
hier freigelassen, weil sonst wird den nämlich auch zu heiß hier. Hatten wir hier Boxes gekommen, eine Doku über mich und die Schnecken zu machen. Hatten wir hier so einen Shop aufgebaut. Der Slime-Seite dachte, das wäre irgendwie cute und auch wenn Leute was abholen, dann könnte man das hier machen. Allerdings mussten wir das schon wieder verkleinern, weil wir mehr Platz brauchen, weil ihr seht ja, es ist heftig, Leute. Also uns geht fast schon wieder das bisschen aus, der Platz. Hier haben wir einen Kühlschrank reingestellt, Kaffeemaschine gekauft, die Station vom Slime-Seite, also praktisch das Slime-Seite-Büro, da hat er die Waage und alles. Hier kontrolliert er alles sozusagen. Die ganzen Verpackungssachen, eure Bestellungen gehen hier raus. Hier ist Verpackungsmaterial. Ihr seht, hier ist alles, was man braucht. Da muss man auch wieder Ordnung reinmachen, weil wir haben gerade wieder umgestellt. Hier ist Ellies Platz, im Slime-Seite sein Hund. Der ist ja auch manchmal dabei. Da habe ich mir was gegönnt, Leute. Habe ich mir was gegönnt. Und das ist nämlich ein Gewächshaus. Da will ich nämlich jetzt noch was Neues ausprobieren. Also was einfach besser ist für die Schnecken, ja. Hier ist Kork. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Gartenhaus rein. Und dann zeige ich euch die 5000 Schnecken. Ein paar Schnecken sind auch draußen. Also die, die nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit brauchen, sind draußen. Da ist Corno Aspersum da hinten in den Terrarien. Oh, seht ihr es hier? Die mit der ganz hohen Luftfeuchtigkeit habe ich jetzt hier drin. Weil ihr wisst, ich will ja immer die Haltung optimieren und immer besser werden. Ist natürlich auch besser für unsere Pflanzen. Die, durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die wachsen viel besser. Das Moos wächst viel besser da hinten. Seht ihr? Ich sag mal so, es ist mollig warm hier gerade. Hier ist auch keine Heizung an. Es ist richtig warm. Hier sind die ganzen Schnecken in Riesenboxen, die ich jetzt auch im Shop verkaufe. Da steht dann immer die Art drauf. Das ist jetzt Fulica Karamell. Natürlich die Eier auch. Hier ist unser Eierregal. Das sind alles Eier von den verschiedenen Schnecken. Das sind die Babys, Fulica Babys. Am besten tut man die hier am Anfang, wenn die ganz mini sind, hier rein, da wachsen die am besten. Und wenn die ein bisschen größer sind, dann kommen die hier rein. Und erst wenn die stabil genug sind, verkaufen wir die ja. Und dann sind sie stabil genug, um hier zu sein, in diesen großen Dingern. So übrigens, perfekte Luftfeuchtigkeit. Ihr braucht kein Hygrometer, Leute. Hygrometer sind immer falsch in großen Terrarien. Könnt ihr direkt vergessen. Deswegen einfach schauen, Luftfeuchtigkeit muss so aussehen. Die Scheibe so beschlagen und dann ist es perfekt, Leute. Für eine Achatschneckenart. Wir reden jetzt nicht über Weinbergschnitter, Corno Aspersum. Die brauchen keine so hohe Luftfeuchtigkeit. Das hier gilt vor allem für die Achatina marginata Ovums. Oder die ganzen Achatina-Arten oder Achatina-Arten. Da ist es am besten. Alle anderen könnt ihr auch ein bisschen runtergehen. Das war's aus meinem Gewächshaus. Ich feiere das Gewächshaus so, Leute. Aber ich muss noch, ich will es noch optimieren. Ich will noch irgendwie vielleicht so ein, ich will die Deckel wegmachen. Also mein Plan ist, die Deckel wegzumachen. Dann wie so ein Gittergeflecht oben drauf. Dann kann man nämlich gleich sprühen. Alle und die haben eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Geiles Teil, Leute. Geiles Teil. Und so sieht es jetzt im Moment aus. Nächste Woche kann es natürlich wieder anders aussehen. Aber dass ihr mal so ein Gefühl kriegt, wie es jetzt im Moment auf jeden Fall ist. Und das war's von der Slime Side. Küsse gehen raus. See you next time on the Slime Side of Life. Beep, beep. Schaut mal bitte mein Nagel mit Gary drauf. Tschüssi.